Hallo, ich bin Hanno Sam, das ist mein Kanal und heute bei Elden Ring geht es in eine Küstenhöhle. Wir finden einen Tunnel, kommen auf eine Insel und am Ende verhauen wir noch ein paar Hooligans. Genau. Das ist übrigens auch eine Sache, die ich sehr witzig finde bei Elden Ring oder überhaupt bei den From-Spielen, dass wenn es dunkel ist, ist es auch wirklich dunkel. Ich kenne nur Küstennebel. Gut, also es ist ein Ort der Gnade, das heißt, es gibt dann auch Trappen. It hurts. Oh. What are you doing here? Ich weiß noch nicht. You must leave this place at once. They'll rush in and beat you to a pulp. You'll end up just like me. Oh. Okay. What are you doing here? Er warnt uns einfach nur. Wo geht's? Müsste doch funktionieren. Also eine gewisse Routine lässt sich nach ein paar Stunden jetzt hier nicht, ich habe was Neues. Ein Schrottschild. Das ist cool, weil ich es verkaufen kann und ich werde es nicht verlieren, wenn ich jetzt sterbe. Wieder nicht geklappt. Ich habe die Hälfte schon geschafft. Den anderen Scheiß. Gegner zu Fall gebracht. Jetzt lasst mich mal in Ruhe. Ihr
Saubande hier. Ich habe ein Schneidereiwerkzeug, damit kann ich bestimmt was Schönes machen. Okay, ohne Nähnadel. Wird immer besser. Jetzt werden die so doof rumstehen. Ging das so noch? So. Ich bin begeistert. Ich habe einen Gegner zu Fall gebracht. Yeah. Natürlich muss ich mich da nochmal bei Don Donello bedanken für seine Level-Unterstützung und für das Erklären von wichtigen Sachen wie was ist die Pfeiltaste und so. Ich glaube, hier streut irgendwas. Hat er was von mir? Kleine Affe. Ich habe heute was. Monin! Ich habe Knorke, das ist ein Begriff, den ich schon lange nicht mehr gehört habe. Ich habe heute was Schräges gesehen. Ich weiß gar nicht mehr wo. Und zwar, ein Affe hat auf einem Pfahl stehend, relativ hoher Pfahl, so eine Art Telegrafenmast, hat er sich eine Möwe gegriffen und hat die Möwe gekillt. Und das sah original aus wie. Wie King Kong. Er hat mit, also ich bin mir auch nicht sicher, ob das nicht fake war. Er hat mit dem unteren, mit den Beinen sich festgehalten und hat mit beiden Armen die Möwe immer so auf den Pfahl geschlagen. Und das war völlig crazy. Gut gemacht. Ah, ich weiß. Gut gemacht. So, aber ich bin ja noch nicht sicher, ob ich hier überhaupt noch rauskomme. Doch, ich komme hier raus. Ganz zurückkehren. Jetzt ist aber die Frage, und das ist ja eine schöne Figur. Jetzt ist die Frage, der Typ, der mich hierher geschickt hat, der hatte gesagt, es ist ihm was gestohlen worden von diesen Leuten. Das ist doch nicht der Eingang hier. Das muss ich ja erstmal finden. Deswegen war das gar nicht so uncool. Nicht zum Einfrieren. Nicht gleich zum Eingang zurückzukehren. Also ich möchte zumindest... Oh, ein Schwert. Wobei, das ist genauso, wo war denn das? Wo man sich immer auf solche Schwerter freut und sich... Und dann hat man sie und die sind gar nicht so gut. Ab beim Witcher, genau. Okay. Bin ich. Oh, das ist ja noch interessanter. Ich habe mir nämlich gedacht, wie komme ich darüber? Ich glaube nicht, dass ich schwimmen kann. Und man sieht da hier, dass es hier so eine Art Tiefseegraben gibt, auch am Strand. Das heißt, das ist der Weg, wie man hier rüberkommt. Sehr cool. Frage, ist hier irgendwas, was mich töten kann? Wahrscheinlich. Es ist Henry. Aber ich muss zwei Sachen machen. Erstens muss ich das Gelände vorher ein bisschen auseinandernehmen. Ich darf die anderen hier, die rumstehen, nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich bin jetzt auch tagsüber. Ich bin gespannt, ob der jetzt anders reagiert. Der Schwarze Ritter. Ich nenne ihn mal Schwarze Ritter. Ob der jetzt anders reagiert und ich werde alle anderen, die in der Nähe sind und die mich ärgern können und die eben im Weg gestanden haben, die werde ich vorher platt machen. Aber ich bin relativ nah dran an den Typen. Also da hat vielleicht noch 30% gefehlt. So, tut mir leid, Jungs. Ich weiß, ihr nehmt es mir nicht persönlich, aber hier steht noch. Wir hauen ab, das ist okay. Und da sind meine Runen, sehr gut. Das ist sogar eine ganze Menge. Und jetzt hole ich mir noch den
den Ritter, der da, oder den Soldaten, der da gerade gesessen hat. Ging doch. Oh. Ah, da war doch noch was. Moment. Okay. Ui. Na gut. Doch, die Gegner muss, sollte man sogar anversieren. Ich vergesse das immer. Alles klar. Ich war hier drüben übrigens schon mal. Und, Hoppets, was gab's denn? Oh, da sind die großen Boys. Sind die großen Boys, aber ich würde gerne erstmal, bevor ich mich mit denen anlege. Oh, wie geil, die haben diese Pfeile von den Wagen im Körper. Vielleicht kann ich den Wagen plündern, ohne dass es mehr. So kann man sich von ihnen ziehen lassen, ohne dass man ein Ticket bezahlt. Oh ja, also hier ist es wesentlich mehr los, als ich dachte. Ich wollte mein Rotte-Hü. Ich wollte mich jetzt noch nicht mit denen anlegen, bevor ich nicht ein Gnadenfeuer finde, weil ich habe relativ viele also was ich eigentlich machen wollte, ich wollte mir das hier angucken. Da möchte ich hin. Und dann hier rüber, weil ich an diese Kante und dort nicht hingekommen bin. Das gerne noch mal untersuchen, bevor ich mich dann in Richtung Norden begebe. Ja? Und wie ich
ich ja schon gestern erwähnte, ist das einfach lustig. Ich finde es angenehm, wenn man sich so ein bisschen treiben lässt mit dem Leben. Aber mal sehen, habe ich. Oh, ich habe noch Gesundheit, sehr gut. Ich glaube, VPS dem Drachen am See fühle ich mich noch nicht richtig gewachsen. Jetzt wieder die Frage, ist es moralisch gerechtfertigt, die in Ruhe zu lassen? Oder ist es so, dass man sie dann von. Oder erlöst man sie von ihrer Qual? Ich weiß es nicht, ich bin kein Zombie. Und ich weiß nicht, wie so ein Zombie sich fühlt. Zwei kleine Krebse, da vorne ist so ein Teil, wo man sich, wie heißt es noch, wo man sich Flakons oder wie auch immer die Dinger heißen. Ja, ich glaube, die sind sehr obrigkeitshörig, die Zombies. Das habe ich auch schon gehört. Da ist ein Ort der Gnade, hervorragend. Sehr gut. Versagt. Das ist durchgebrochen, keine Ahnung. Okay. Nein, Donzonello, lass mich das selbst entdecken. Obwohl, schicke mir, muss ihn mir nicht angucken. Aber wenn ich vielleicht ein bisschen. 4000, 9000 brauche ich noch. Das wäre natürlich schön, wenn ich das schaffen würde. Mal gucken, ob ich noch ein bisschen Inventarruhe habe. Ich glaube, eine müsste ich noch haben. Eine kleine, zwei kleine. 400 Punkte. Aber ich bin ja eigentlich auf dem richtigen Weg. Was mir noch nicht so ganz klar ist, ist das, was das diese Flammen sind. Die weisen einen immer auf irgendwas hin. Ich muss gerade darüber lachen oder schmunzeln. Ich habe mich mit der Interviewerin heute darüber unterhalten, dass ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen kann, lineares Fernsehen zu gucken, weil wenn ich lineares Fernsehen gucke, bin ich nach einer Minute das Gefühl, ich muss irgendwie was anderes machen, weil ich kann da nicht eingreifen, ich kann nicht auf Toilette gehen, kann ich das Programm stoppen und sie hat mir zugestimmt, seitdem X-Hamster zu ist. Weil sie sowieso nichts mit mir anzufangen. Und sie wussten sofort, worum es geht. Okay. Okay, die kämpfen gegeneinander. Interessant. Vielleicht sollte ich einfach mal warten, welche überbleiben.
Wollen wir dann die vornehmen? Ja, Dondonello, es ist einfach so, es ist halt, wenn die Bosse so super frustrierend sind, dann ist es immer schwierig. Wobei, letztendlich ist das ja dadurch, dass ich nicht mehr diesen Schlauch, dass man nicht mehr diesen Schlauch, Schlauchdesigns hat, ist ja echt ganz, ganz nice. Man kann einfach, wenn man sich noch nicht richtig stark genug fühlt, dann wartet man einfach, levelt man sich ein bisschen auf und dann oh nein! Doch nicht von solchen Jungs! Okay, das war's. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Denkt daran, ich bin Hanno Sand, das ist mein Kanal und hier spielt der Freie Westen.